Ein herzliches Willkommen und hallo. Heute geht es um den Deckbau beim Jäger und zwar explizit um ein Jäger-Aggro-Deck, was wir uns jetzt gleich zusammenbauen werden. Mit dem werden wir dann auch im Ranked ein bisschen spielen. Das könnt ihr dann in meinen Let's Plays sehen. Und ich hoffe einfach, es hilft euch so ein bisschen für Einsteiger, mit Basiskarten ein Deck zu bauen. Womit man zumindest ein bisschen was reißen kann. Man wird damit keinen Legendary-Rang erreichen. Aber zumindest um die ersten 5 Ränge zu überstehen, um sich den Kartendrücken freizuspielen, dazu sollte es auf jeden Fall ausreichen und wir werden dann auch im Let's Play einfach mal sehen, wie weit wir damit kommen. So, fangen wir direkt mal an. Den Deckbau erreichen wir über meine Sammlung. Dann gibt es hier eben den Reiter für neues Deck und da wählen wir uns den Jäger auf. Aus. Im Moment ist der noch auf Stufe 2, sprich, wir haben da auch noch nicht alle Karten freigespielt. Sodass sich da auch noch in Zukunft ein bisschen was ändern wird. Aber jetzt so für den Anfang, ich meine, wenn man neu anfängt, dann hat man den Jäger sowieso erst auf Level 1 und muss sehen, wie man damit klarkommt. Und von daher lassen wir das einfach so. So, ich habe eben schon mal für 40 Staub die Karte Lass die Hunde losbekommen. Diesen Staub hatten wir uns ja schon über die Arena ein bisschen freigespielt. Und deswegen nutzen wir das Ganze auch. Und jetzt werden wir einfach mal so durchgehen, welche Karten wir hier verwenden. So, fangen wir mal an bei den Jägerkarten an sich. Da sind schon mal ziemlich viele dabei, die wir gerne für unser Deck mitnehmen wollen, weil sie einfach super gut mit uns, mit den neutralen Karten synergieren. Und auch ziemlich stark eben für ein Aggro-Deck sind, was ich ja schon im allgemeinen Deck-Building-Guide angemerkt hatte. Und da gehen wir einfach mal jetzt die Karten durch. So, wir haben hier den Arkanen Schuss für einen Mana, zwei Schaden. Kann man zum einen als schönen Removal benutzen und zum anderen natürlich, um einen Helden zu finishen. Ist deswegen für einen Mana, zwei Schaden, kann man auf jeden Fall gut mitnehmen, gerade für den Anfang. Ist das eine ziemlich saubere, solide Kombination, um gerade zum Beispiel auch mal einen gegnerischen Terrorwolf oder einen Waldwolf abzuräumen? Auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann haben wir Fährtenlesen. Fährtenlesen ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Zum einen verringert es natürlich die Anzahl an, oder verringert es so gesehen die Karten im Deck, da man, wenn man Fährtenlesen spielt, man sich von den obersten Karten eine aussuchen darf. Und so kann man sich für die Situation, die man gerade hat, eben genau die richtige Karte rauspicken. Wie ich schon sagte, hat das natürlich auch ein bisschen einen negativen Effekt, denn wenn man drei starke Karten zieht und man eigentlich alle drei für sein Play bräuchte, und man sagt, jo, das wäre eigentlich okay, wenn ich die in den nächsten drei Runden gezogen hätte, dann wird Fährtenlesen da ganz schnell zu so einer kleinen Falle, die man sich selber stellt. Und vernichten wertvolle Karten, die man noch braucht. Denn die anderen drei Karten, die anderen Karten von diesen drei werden nicht ins Deck zurückgelegt, sondern wandern auf den Friedhof. Deswegen nehmen wir für Fährtenlesen auch erstmal nur eine mit. Und nicht beide, weil das einfach, wir wollen uns nicht selbst kaputt malen im Deck, sondern diese eine Karte reicht uns ja. So, was haben wir noch? Wir haben den Waldwolf. Der Waldwolf ist auf jeden Fall ein schöner Buff für unsere anderen Wildtiere. Für einen Mana bringt er, ist er mit 1-1 zwar ziemlich squishy, also stirbt schnell. Allerdings ist der Buff einfach super, gerade wenn man ihn erst ausspielt, wenn man schon einiges aus dem Feld hat und kurz vorm Angriff steht. Oder ihn zum Beispiel kombiniert mit Lass die Hunde los und der Gegner hat das Board voll. Dann hat jeder Jagdhund auf einmal 2-1 anstelle von 1-1. Deswegen ist der auf jeden Fall zweimal gekauft für unser Deck. Dann haben wir als nächstes Lass die Hunde los. Lass die Hunde los ruft für jeden feindlichen Diener eine 1-1 Ansturmkreatur herbei. Das ist auf jeden Fall eine super Karte, wenn man gerade die Board Control ein bisschen verloren hat und man die wieder zurückgewinnen muss. Dann hat man hiermit auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Als alternativer Board Clear. Gerade wie ich schon sagte, in Kombination mit dem Waldwolf. Eine super Karte. Sie synergiert außerdem ziemlich stark mit unserem König der Wildtiere und mit anderen Karten, die wir gleich noch verbauen werden. Von daher nehmen wir die ganze auch mal mit.
So, als nächstes der Tierbegleiter. Der Tierbegleiter ist so ein bisschen randommäßig, da er eine von drei Kreaturen beschwören kann. Da werden wir zum einen einen Eber, der mit 4-2 und Ansturm daherkommt. Und was auf jeden Fall ziemlich nett ist. Für drei Mana auch eine ziemlich gute, einen guten Preis hat. Und mit dem Ansturm eben auch gut Schaden austeilen kann. Und dann hätten wir zum anderen einen 2-4er Windreiter. Ich glaube, es soll ein Windreiter darstellen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher immer. Und dieser Windreiter bufft, ähnlich wie der Waldwolf, alle anderen Minions auf dem Feld um einen Angriff. Allerdings ist es im Gegensatz wie zum Waldwolf nicht nur auf Wildtiere bezogen, sodass eben auch nicht Wildtiere gebufft werden. Ups, das war gerade der Ping vom Rendern. Tut mir leid. Und die letzte Kreatur, die beschworen werden kann, ist Misha. Misha ist ein Bär mit 4-4 und dazu noch einem Spotter. Und von daher auf jeden Fall die beste Karte unter den vier würde ich jetzt fast sagen, unter den drei würde ich jetzt fast sagen. Wobei es dann natürlich auch sehr situationsabhängig ist. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man gerne den Ansturm-Eber hätte, gerade wenn man was Größeres removen muss. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo man ganz gerne, wenn man das Feld bereits voll hat, den Windreiter hätte zum Buffen der ganzen Karten. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall, bringt es so oder so immer eine ziemlich starke Kreatur raus, die für ihr Budget ziemlich gut ist. Von daher nehmen wir den Tierbegleiter auf jeden Fall auch zweimal mit, zumal die beschworenen Kreaturen alles Wildtiere sind. So, dann haben wir Mehrfachschuss, der für 4 Mana zwar ziemlich teuer ist, aber dafür 2 Kreaturen 3 Schaden zufügt. Das Einzige, was so ein bisschen blöd daran ist, dass das eben auch random passiert. Aber nichtsdestotrotz eine ziemlich gute Removal, gerade jetzt fast so also ein bisschen für den Anfang des Spiels. Wie gesagt, der ist ein bisschen teuer, aber nichtsdestotrotz bleibt uns im Moment nicht so viel anderes übrig, weil wir haben noch keine anderen guten Removals. Von daher nehmen wir den erstmal mit. Dann kommen wir zum Hundemeister. Der Hundemeister ist eben auch so eine Karte, die ziemlich gut mit allen Wildtieren synergiert, indem sie Kampfschrei und Spott verleiht. Für 4 Mana bringt sie eben einen 4-3er mit und einen +2/+2 und verleiht dem anderen Diener Spott. Sprich, da wird aus so einem 1-1er, lass die Hunde los, ganz schnell halt eben auch ein 3-3er mit Spott. Für das Mana-Budget auf jeden Fall eine super Karte, die wir hier auf jeden Fall zweimal mitnehmen werden. König der Wildtiere, ebenfalls eine Karte, die sehr, sehr gut mit lass die Hunde los synergiert, denn sie kriegt für jedes andere Wildtier auf dem Feld einfach mal plus einen Angriff. Für 5 Mana kommt da eben ganz schnell auch mal eine 7-6er-Kreatur mit Spott bei rum. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mit. Man muss immer gucken, dass man eben eine richtige Situation erzwingt, um diese Karte auszuspielen, weil sie erst dann wirklich ziemlich stark wird. So, kommen wir zu den neutralen Karten. Hier werde ich jetzt natürlich nicht mehr jede einzelne Karte durchgehen, weil das sonst viel, viel zu lange dauert, sondern wir werden erstmal durchgucken und die wichtigsten Karten rauspicken und dann das Deck eben noch ergänzen. So, da hätten wir zum ersten Mal Blutzunftraptor und Flusskrokolith. Zwei ziemlich gute Basiskarten, die für 2 Mana einen 5er Kombiwert als Budget mitbringen. Und gerade in Kombination mit dem Waldwolf und dem Hundemeister zum Beispiel nochmal ziemlich viel stärker werden können. Deswegen werden wir diese Karten auf jeden Fall zweimal mitnehmen jeweils. So, dann haben wir den säurehaltigen Schlamm. Der ist ziemlich gut, indem er die Waffe des Gegners zerstört. Das ist besonders gegen Krieger oder zum Beispiel Schurken hilfreich, die unsere kleinen Minions mit einer einfachen Waffe relativ schnell abräumen können. Deswegen werden wir den auf jeden Fall einmal mitnehmen, um ja, einfach so ein bisschen Defensive auch zu haben gegen Waffen vom Gegner. Außerdem bringt er für 2 Mana ein ziemlich gutes Budget mit, indem man einen 5er Kombiwert erreicht. So, dann hätten wir als nächstes den Dschungelpanther. Für 3 Mana bringt er zwar nur 4-2 mit, aber dafür hat er Verstohlenheit. Das bedeutet, er bleibt auf jeden Fall eine Runde auf dem Feld liegen und kann nur mit AEs abgeräumt werden oder halt random Angriffen. Deswegen werden wir den mitnehmen.
weil die nicht so einfach durch Heldenfähigkeiten oder andere direkte Fähigkeiten removed werden kann. So, Eisenpilz Chrissy könnte man meinen, dass der auch ziemlich gut ist. Den werden wir auch jetzt hier mitnehmen, weil wir einfach nicht so viele andere Alternativen hat. Letztendlich ist er allerdings für so ein Akro-Deck ein bisschen zu langsam, weil er eben einfach nur 3, er hat nur 3-3. Hat zwar Spott, aber Spott ist jetzt was, was wir in einem Akro-Deck nicht so unbedingt brauchen. Deswegen, wir packen ihn hier ein, weil er ein Wildtier ist und weil wir noch nicht die Auswahl haben. Aber prinzipiell gibt es da deutlich bessere Karten als den Eisenpelz Grizzly, gerade wenn man aggressiv spielen möchte. So, dann haben wir die Jägerin der Klingenhauer. Die nehmen wir auf jeden Fall auch zweimal mit. Denn sie bringt, also es bringt, ist selber eine 2-3er-Kreatur auf dem Feld, bringt aber noch einen 1-1er-Eber mit. Der Eber ist zum einen natürlich ein Wildtier, zum anderen bringt sie so ein effektives Budget für 3 Mana, ein 4-3er-Budget aufs, Quatsch, ein 3-4er-Budget aufs Feld. Also kann man auf jeden Fall auch nicht meckern. Genauso verhält es sich eben mit der Blutelfen-Klerikerin, nur dass man hier keine zusätzliche Kreatur hat, sondern eine andere Kreatur bufft. Das kann man dann gut und gerne auch wieder zum Beispiel auf den Blutsumpf-Raptor oder auf das Flusskrokolisk wirken. Oder zum Beispiel auf den König der Wildtiere, um den noch ein bisschen hoch zu füttern. Deswegen packen wir sie auch zweimal ein. Und dann haben wir noch 5 Mana übrig. So, das sind jetzt erstmal nicht so die erste Wahl. Erst war ganz nett, bringt für 3 Mana allerdings nur ein 4er-Budget mit. Was jetzt nicht so toll ist, wird dadurch von einem Magier recht schnell abgeräumt. Oder von einem Schurken oder von einem Druiden. Und, und. Deswegen lassen wir ihn erstmal raus. Er ist für einen schnellen Angriff ins Gesicht ganz nett. Für unsere Absichten jetzt allerdings erstmal so. So, was haben wir hier dabei? Wir haben hier den Yeti mit 4-5. Bringt ja auf jeden Fall ein gutes Budget mit. Hat jetzt zwar keine Effekte, aber ist auf jeden Fall eine ziemlich starke Midgame-Karte. Die wollen wir erstmal mitnehmen. Einfach damit wir auch ein bisschen Midgame-Präsenz haben. Dann nehmen wir einmal den Frostwolf Kriegsfürst mit, einfach aus demselben Grund, weil er ähnlich ist wie unser. Na, wo haben wir ihn? Da ist er doch, König der Wildtiere. Nur, dass er nicht nur einen Angriff erhält, sondern eben ein plus 1 plus 1. Und das für 5 Mana. Gerade wenn man das mit Lass die Hunde los kombiniert, auch wieder eine ziemlich starke Karte, die ziemlich schnell ziemlich groß wird. So, jetzt haben wir noch 2 Karten übrig. Und diese 2 Karten werden wir noch auf ein wenig, werden wir noch für einen 1er-Drop verwenden. Wenn ihr so guckt, wir sind also so in der Dreierkurve am höchsten. Wir brauchen allerdings auch noch so ein bisschen so einen schönen One-Drop. Und da werden wir zweimal den Aufziegen, einmal den Aufziegen mitnehmen. Wir haben leider keine zweimal. Der für ein Mana auf jeden Fall einen 3er-Kombi-Wert mitbringt, was ziemlich gut ist. Und dazu noch ein schönes Todesröcheln hat, was unsere Hand füllt, ein bisschen füllt und uns ein Ersatzteil gibt, was entweder ein Buff sein kann oder eben einen Freeze für den Gegner. Also ganz, ganz nett auch. Und jetzt können wir uns noch überlegen, was wir als dritte Karte als letzte Karte mitnehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen da den Steinsplitter-Trog mit. Das hemmt den Gegner so ein bisschen Zauber auszuspielen, weil er dadurch der Steinsplitter-Trog eben gebufft wird. Das ist so ein bisschen das negative Pendant zum Mana-Wurm. Und ja, dadurch bestraft man die Gegner einfach so ein bisschen dafür, Zauber auszuspielen. Und das ist doch eigentlich was, was wir auf jeden Fall gerne unterstützen wollen. Dann nennen wir das Deck noch Aggro-Jäger. Und damit sind die 30-30-Karten auch erfüllt. Und damit ist das Ganze auch fertig. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen von euch geholfen. Gerade für Einsteiger, die neu im Spiel sind und erstmal so ein bisschen reinschnuppern wollen und die auch eben noch nicht die Kartenfülle haben. Ich hoffe, ihr wisst jetzt so ein bisschen, wie man ein Aggro-Deck für Giga baut. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben für das Video da lasst und am besten auch noch ein Abo für den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch mal in meine Let's Play-Serie rein. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Deckbau-Guide wieder ein. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Nature. Macht's gut!